Ja, guten Abend. Wir sind hier auf dem Betrieb Agrocon und die Firma Agrocon besteht aus den Familien Oldershausen und Schulzendorf. Und dieser Betrieb liegt ganz grob gesagt zwischen Hannover und Göttingen. Mein Name ist Paul. Wie heißt du? Wie heißt du? Corny. Und das ist Kasper, der gerade wegläuft. Und wir stehen hier auf einem Ackerbohnenacker. Und diese Ackerbohnen mit der Sorte Stella haben wir kurz vor Ostern hier gedrillt auf diesem sehr steilen Hang. Und hier tun wir was für den Umweltschutz und für den Klimaschutz, weil wir diesen Acker ganz flach nur bestellt haben, um möglichst viel Struktur zu erhalten von der Vorfrucht Winterweizen. Und damit diese Struktur einen möglichen Starkregen sozusagen diesen Starkregen bricht und dass hier nicht zu einer Erosion kommt. Und dann durch dieses flache Bearbeiten, also nicht das Pflügen, machen wir gar nicht so einen großen Eingriff in den Boden. Der kann also gar nicht so viel atmen. Es kann gar nicht so viel CO2 aus dem Boden entweichen, weil wir ihn wirklich nur flach bearbeiten. Und wenn man hier einmal reingräbt, dann wird man sofort einen Regenwurm finden. Wo sind die Regenwürmer, Corny? Eben waren so viele da. Hier ist er, hier ist ein Regenwurm. Und diese Regenwürmer sind ja ganz wichtig für die Fruchtbarkeit des Bodens. Und deshalb kommt aufs Land nach Imshausen und lernt mit uns und von uns zum Thema Landwirtschaft.